Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Heinerstube nach der Länderspielpause. Heute bitte ich nochmal zu entschuldigen, die Qualität. Stefan und ich sind beide heute wieder in neuer Umgebung. Zeichnen wir heute auf. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen, ja, die Qualität ein bisschen nicht so gut ist, wie ihr es sonst gewohnt seid. Das bitte ich zu entschuldigen. Nächste Woche dann wieder in gewohnt guter Qualität. Und heute wollen wir über das Spiel gegen den SC Freiburg reden. Vorab wie immer der Hinweis, gerne die Heinerstube abonnieren, wenn ihr neue Zuschauer seid oder auch bereits Zuschauer, die hier öfter vorbeischauen. Wir sehen es immer wieder in den Analytics. Viele von euch gucken die Videos, wenige abonnieren. So verpasst ihr noch keine Videos mehr. Genau, ich würde sagen, wir starten ohne weitere Umschweife mit der Analyse. Kleiner Hinweis vorab. Ich finde, inzwischen könnte man fast jeden Spieler der Bundesliga oder zweiten Bundesliga in der Nationalmannschaft nominieren. Also den Fans der Nationalmannschaft, glaube ich, geht es deutlich schlechter als jedem Schalke oder Darmstadt oder sonst was Fan. Ja, Stefan, lass uns doch mal mit dem Spiel an sich starten. Wir haben schon vorher gesagt, wir könnten das Ganze so betiteln als neue Aufmerksamkeit, denn der Spielstil oder das Spielaugenmerk war doch merklich anders als sonst. Und ja, start doch gerne mal mit dem, wie du das ganze Spiel so gesehen hast. Oder zumindest die ersten Minuten. Erstmal von mir auch guten Morgen, hallo. Also das war jetzt sicher kein Fußball-Leckerbissen gestern, aber die Mannschaft hat das umgesetzt, was der Trainer vorher gefordert hat: Aufmerksamkeit. Das fand ich sehr, sehr deutlich. Die neue Aufmerksamkeit geht eben in die Defensive. Wir hatten gerade nach dem Bochum-Spiel, aber auch schon davor festgestellt, Fabi Holland hatte das unter anderem gesagt, aber auch viele andere Spieler, dass die Mannschaft zu viele leichte Fehler macht, eigentlich gut mitspielt, aber dann dumme Tore kassiert. Und das haben sie jetzt in den letzten beiden Spielen tatsächlich abgestellt für mein Empfinden. Gegen Mainz kein Tor kassiert, gestern ein Tor kassiert, was Freiburg für mein Empfinden auch gut rausgespielt hat. Und ansonsten standen sie hinten sehr sicher und konzentriert und haben nach vorne Nadelstiche gesetzt. Und ja, so kann man, glaube ich, in der Bundesliga mitspielen, vor allem auswärts. Ja, ich hab gesagt, als dann in der 18. Minute das Tor für uns fiel durch Matthias Honsack, ich habe das Spiel mit meinen Eltern geguckt und habe danach zu meinem Vater gesagt, so jetzt das Offensive von Thorsten Lieberknecht in der Bundesliga, denn ich finde, offensiv war da die Spiele eigentlich immer viel Hurra auch mit dabei. Wir haben auch viele Tore geschossen. Und jetzt aber die defensive Stärke von Dirk Schuster damals in der Bundesliga. Dann holen wir das nach Hause, denn ich glaube, unter Schuster haben wir, ich glaube, in keinem Spiel mehr als zwei Tore in der Bundesliga geschossen. Unter Lieberknecht haben wir das ja schon lange gebrochen. Und tatsächlich war das so ein bisschen, hat das an früher erinnert. Also total defensiv stark verteidigt, aus dem Spiel Freiburg überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Also bis zum Tor von Honsack in der 18. Minute erinnere ich mich auch nur über an den Standard von Grifo aus gut 30 Metern, der dann noch gut geschossen war, weil Grifo ist einfach ein genialer Standardschütze. Ja, und das Tor durch Honsack, muss ich aber auch sagen, da war schon viel Glück dabei. Also der Ball wird, ich habe War sogar es ein- oder zweimal abgefälscht? Wir waren ja, uns ich nicht glaube so sogar ganz sicher. zweimal abgefälscht und Honsack hätte meilenweit daneben geschossen. Dadurch aber das Tor gemacht, der Freiburger Torwart eben durch die Verwirrung in der völlig falschen Ecke und trotzdem aber irgendwo die verdiente Führung. Denn wie du es gesagt hast, Darmstadt immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt und hinten rigoros stark verteidigt. Also da war keiner in der Verteidigung, der irgendwie merkliche Fehler hat. Und wenn einer mal da war, wenn irgendjemand zu kurz kam oder so, wurde das im Kollektiv wirklich aufgefangen. Also das wirkte total sicher. Und ich habe von der ersten Minute das Gefühl gehabt, okay, heute gegen Freiburg, da geht was. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es ist ein Europa League, ein Europa League Kader und Freiburg hat auch schon in der Liga wie auch in der Europa League eben gezeigt, dass sie durchaus sehr, sehr stark auch spielen können. Und das war ein Spiel auf Augenhöhe, vor allem eben defensiv. Also ich möchte nicht sagen, dass Darmstadt sonst mit Freiburg mithalten könnte, aber man hat denen so ein bisschen das Spiel aufgezwungen oder, wenn man es ganz fies ausdrücken würde, die eigene Qualität oder auf das eigene Level heruntergezogen, wenn man es ganz fies sagen will. Und du kannst ja mal sagen, wie es so nach dem Tor weiterging. Denn das Tor, wie gesagt, war jetzt wenig spektakulär, zwar gut gespielt. Wie hast du das Spiel dann weiterhin gesehen? Meinst du jetzt nach dem 1:1 oder Nach nach dem der 1, Darmstadt? also nach dem 1-0 von Honsack, was waren da so Szenen, die dir aufgefallen sind? So ein paar habe ich da auch noch, weil klar war erstmal mehr Freiburg dran, aber ich finde jetzt auch wenig Zwingendes. Ja,
Ich habe einmal dann gezittert in der 26. Minute, Entschuldigung, 26. Minute, als Brunst da im Strafraum mit der Faust nicht rangekommen ist, behindert vom eigenen Mann, aber auch vom Freiburger. Da sah er nicht gut aus, das muss man auch sagen. Ansonsten kommen wir sicher gleich nochmal zu Alexander Brunst, der Spieler des Spiels in meinen Augen. Da sah er nicht gut aus, da habe ich gezittert, nach der Schöne, oh. Aber es war tatsächlich die einzige Schwäche, die er gezeigt hat. Ja, und ansonsten war da noch irgendwo die Chance von Doan und dann halt schließlich der Ausgleich in der 35. Minute. Also Freiburg hat dann schon ein bisschen mehr Druck gemacht. Darmstadt kam wenig ins Spiel, hat den Freiburger das Spiel auch überlassen. Aber so, ja, also das war jetzt nicht so, dass das Freiburg eine Chance nach der anderen hatte. Und nach dem 1:1 tatsächlich. Das war einfach gut gespielt von Freiburg. Ich habe im ersten Moment gedacht, oh, muss der Maglitz da nicht anders rangehen? Der ist ja so ein bisschen, hat sich so ein bisschen weggeduckt, aber der war natürlich im vollen Lauf nach hinten. Der hat im Nacken oder quasi hinter sich den Freiburger Angreifer gehabt. Wenn der einfach in den Ball reingegangen wäre, hätte er ihn ins eigene Tor bekommen. Also der hätte ein Eigentor gemacht. Also insofern musste der irgendwie versuchen, den noch irgendwie über den Scheitel oder sowas zu bekommen. Hat nicht ganz geklappt. Und dann konnte der Freiburger da eben einnetzen. Das war einfach gut gespielt von Freiburg und kein Vorwurf an Maglitzer, der ansonsten, finde ich, auch eine gute Partie wirklich gezeigt hat. Genau, und dann stand es eben 1:1. Ich finde, bis zur Halbzeit ist da noch nichts Nennenswertes mehr passiert. Also hüben wie drüben waren immer so kleinere Nadelstiche da, aber jetzt nichts Zwingendes mehr. Dann eben auch die zweite Halbzeit, die ja sehr negativ begann mit Christoph Zimmermann, der sich anfangs saß er nach einer sehr, sehr schweren Verletzung aus, soweit ich das weiß, hat er einen, was war das, eine offene Fleischwunde, was war das? Genau, das Rest- und Fleischwunde, die wohl genäht werden musste. Das war das Erste, was dann auch Wählmann nach dem Spiel gesagt hat. Aber offenbar nichts gerissen oder nichts gebrochen im Bänder- oder Knochenapparat. Also das ist schon mal ganz wichtig. Ja, dann dachte ich auch, um Gottes Willen, also der ruhende Pol, wirklich, ich finde Christoph Zimmermann ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler auch, hat man auch gegen Mainz gesehen, der wirklich auch da Ruhe in die Abwehr bringen kann. Und dann dachte ich auch noch, und auch noch Franjic, der mich bis jetzt nicht überzeugt hat in Darmstadt. Die Lilien haben dann mehr oder weniger auf Viererkette umgestellt und haben aber dann auch danach eigentlich nichts Ernsthaftes bis zur Schlussphase zugelassen. Dann da hat nochmal eben Alexander Bruns dann wirklich eingreifen müssen. Ansonsten hat er viel Ruhe ausgestrahlt und Freiburg hat das Spiel gemacht, aber kaum Chancen gehabt tatsächlich. Also das war Richtig. wirklich, haben die leidenschaftlich und wirklich auch sehr professionell und ruhig verteidigt. War also auch schon kämpferisch, aber nicht jetzt auch vogelwild oder sowas. Also das war sehr, sehr geordnet, eben sehr aufmerksam. Und ich finde, wenn es nennenswerte Chancen gab, dann waren die eher für uns. Also ich erinnere mich einmal Medem-Nöten-Distanzschuss aus ja, etwa 18 Metern. Gut, ging vorbei. Das war so ein jetzt auch nicht ganz ja, so platzierter Abschluss. Ich muss mal sagen, so Melems Abschlüsse außerhalb des 16ers sind nie wirklich zwingend. Das sind meistens so Kullerbälle mit Auftatschern. Ich erinnere mich da auch noch an sein erstes Tor gegen Duisburg. Ich meine, das war genau auch so ein Tor außerhalb des 16ers. Und eben Matthias Honsack, der seine ja, Abschlussschwäche leider wieder unter Beweis stellt, in meinen Augen, nachdem er Anfang des Er hat das Jahres. 1:0 gemacht trotzdem. Das müssen wir ihm schon zugute halten, auch wenn er Ja, da mit aber ob das nun wirklich an seiner Klasse im Abschluss lag, das haben wir auch schon besprochen. Und ja, er kommt eben ins Laufduell. Man muss da auch mal fairerweise dazu sagen, durch seine Klasse kommt er erst zu diesen Chancen. Die kriegt er ja nicht irgendwie geschenkt, sondern er holt sie durch seine Klasse heraus. Und ich finde immer so, Matthias Honsack ist bis zum 16er, ist der wirklich, hat er oft absolutes Bundesliga-Niveau. Und ab da versagen ihm die Nerven. Hat er Anfang des Jahres dann so in den drei Zweitligaspielen Sandhausen, Braunschweig und ich weiß gar nicht mehr, es war noch. DFB-Pokal war es noch, zwei Genau, Tore und gegen DFB-Pokal Frankfurt. gegen Frankfurt, da hat er ja wirklich genetzt, da hat er eine Abschlussstärke gehabt, da war eiskalt vom Tor und alle dachten, wir haben ja den großen Honsi endlich, den wir eigentlich über Jahre erwartet haben. Ja, dann ist er irgendwie so wieder, ich sag mal, back to the roots gegangen, eben seine Abschlussschwäche und das gestern war leider wieder so ein Beweis. Also in dieser Phase Anfang des Jahres, lässt sich mal leicht sagen, ich glaube, da hätte er ihn reingemacht, genauso einen hat er eben gegen Kevin Trapp reingemacht und dort schießt er wieder am rechten Pfosten vorbei und das ist so,
Ja, etwas schade, weil du kommst ja in der Bundesliga nicht in der zweiten, wie in der zweiten Liga, da waren wir halt die Mannschaft, die aufs Tor gespielt haben. Und da waren wir die, die drückend aggressiv waren und uns gute Chancen rausgespielt haben. Hier hast du halt nicht mehr so viele. Und das war auch schon gegen Bochum, finde ich, da hat man das gesehen, auch gegen Mainz, gerade dann ja in der Schlussphase. Man nutzt die Chancen zu wenig, zu denen man kommt. Und das sind dann auch qualitative Chancen. Da ist halt Tim Skarke, der, finde ich, einen brutalen Abschluss im 16er hat, aber der Rest, der lässt da noch so ein bisschen das Ganze missen. Bezeichnend war da eben auch das sehr überraschend, eben Aaron Seidel in der Startelf stand, nachdem die Bild noch berichtete. Der wäre ja ein absoluter Streichkandidat und gefühlt wird er morgen von Wehmann vor die Tür gesetzt. Mit einmal steht er in der Startelf. Kam ja doch schon etwas überraschend. Ja. Genau, hat das auch übrigens Seidel, finde ich, hat das durchaus solide gemacht, hat die Bälle festgemacht, hat jetzt aber selber keine nennenswerte Chance gehabt. Ja, und dann ist das Spiel, in meinen Augen gab es in der ersten Halbzeit von Darmstädter Seite keine nennenswerten Chancen, sondern eben vom SC Freiburg, und da hat sich eben Alexander Bruns sehr ausgezeichnet. Ja. Noch zwei Sätze zu Seidel. Also zuerst stand es im Lilienblock, wenn ich das mal sagen darf, die Geschichte mit Streichkandidaten, wer kommen und wer gehen darf, das war in der Bildzeitung später. Hat mich auch überrascht, dass er gespielt hat, tatsächlich, weil eben im Sommer eben noch nahegelegt wurde, den Verein zu verlassen. Wir haben Ja. am Donnerstag bei der Pressekonferenz war er auch nochmal Thema. Da hat Lieberknecht so ein bisschen rumgeeiert für mein Empfinden. Das klang jetzt nicht so, als würde er spielen. Deswegen war ich auch überrascht, dass er gespielt hat. Aber er hat es gut gemacht. Tatsächlich viele Bälle festgemacht. Das ist eben auch so was, was wichtig ist, glaube ich, auch gerade bei dem Spiel, dass du eben auch mal hoch und weit nach vorne spielen kannst. Und das, ja, also wirklich ordentlich gespielt. Ist jetzt tatsächlich spannende Frage. Ob er über den Winter hinaus eine Zukunft hat in Darmstadt. Aber gestern durchaus gut und dass er den Vorzug vor Luca Pfeiffer bekommen hat, durchaus auch bemerkenswert. Also ja, bin ich gespannt, wie das da weitergeht mit Es hat dem mich auch so ein Jahr. bisschen an die Zeit unter Markus Anfang erinnert. Rein von der Aufstellung, als ich das sah. Links Honsack, rechts Tim Skarke, vorne zwar dann nicht Serdar Dusun, aber eben Aaron Seidel. Es war so ein bisschen, habe ich mich da an die Saison zurückerinnert gefühlt, weil die Aufstellung doch sehr nah daran war, was auch wieder mal für die Kontinuität spricht. Denn Anfang ist jetzt ja Gott sei Dank auch schon ein paar Jahre her. Und trotzdem hat sich da dann ergeben sich da immer noch so diese festen Größen im Kader, die jetzt auch mit Tim Skarke wiedergekommen sind. War ganz interessant mal zu sehen. Genau, dann Ja. lass uns doch mal über unseren Torwart sprechen, wie der sich noch auszeichnen konnte gegen Ende der Partie. Also er war jetzt tatsächlich ja nicht unter Dauerbeschuss, das haben wir auch gesagt, aber die absolute Großtat hat er natürlich dann in der Nachspielzeit gehabt, als diese Weißhauptflanke kam und Eggestein den Ball mit Kopf in Richtung Tor bringt und er sich da wirklich ziemlich lang machen musste und damit ja, das 1:1 gerettet hat. Und allgemein finde ich, hat er ein sehr, also abgesehen von dieser einen Szene, die wir vorhin beschrieben haben, einen sehr unaufgeregten, angenehmen Auftritt gehabt. Immer so ist ein anderer Typ als Marcel Schuhn, auf jeden Fall. Also es ist eben kein lauter, hektischer oder sowas, aber strahlt viel Ruhe aus, was jetzt, glaube ich, auch in dem Spiel der Mannschaft gar nicht so schlecht getan hat. Also Schuhn wird, wenn er seinen Pferdekuss da, wenn er abgeheilt ist, sicher wieder zurückkehren. Das würde mich sehr, sehr wundern, wenn es da jetzt einen Wechsel gäbe. Aber man weiß auf jeden Fall, dass Alexander Bruns einer ist, der immer kommen kann. Und das ist tatsächlich bemerkenswert. Der Mann hat jetzt 4 Einsätze für Darmstadt bestritten. Letzte Saison 3 in der zweiten Liga und jetzt einen in der Bundesliga. Und wir lassen ja beim Lilienblock immer den Spieler des Spieltags wählen. Und es ist jetzt zum Glück keine, wie soll ich sagen, keine echte Wahl in dem Sinne, wie es bei einer Bundestagswahl ist, wo man vorher die Ergebnisse oder die Tendenzen nicht sagen darf, erst ab 18 Uhr. Also sieht, der liegt, glaube ich, jetzt schon, obwohl noch bis heute Abend abgestimmt werden kann, so klar vorne in der Abstimmung. Das heißt dann, er wäre tatsächlich im vierten Spiel, würde er zum dritten Mal Spieler des Spieltags werden, was auch eine unglaubliche Quote ist und dann auch wieder, ja, einfach für ihn spricht. Und das ist ein sehr netter, sehr, sehr angenehmer Typ. Und er hat gestern nach dem Spiel in der Mixed Zone auch noch gesagt, werdet ihr auch bald im Lilienblock noch lesen, dass er
wirklich sich alles erkämpfen musste, das hat er vorher schon gesagt, aber dass er tatsächlich als Kind wohl massive motorische Probleme hatte, ewig lang Ergotherapie gemacht hat und das eigentlich ein Wunder ist, dass er Bundesliga-Torhüter geworden ist, ja. Also tolle Geschichte, sehr sympathischer Typ und am Ende hat er den Lilien den Punkt gerettet. Ja, ich möchte hier auch überhaupt nicht die Torwartfrage öffnen, du ja genauso wenig, aber ich finde auch, Brunst ist so jemand, das hast du auch in der zweiten Liga gemerkt, der hat sich unfassbar immer für die Mannschaft aufgeopfert. Also kaum einer hat auf der Bank so mitgefiebert wie er, wo du siehst, wie er sich für diese Mannschaft freuen kann, wie er sich aufopfert, sich eben auch hinten anstellt und immer mit Leistung überzeugt hat. Also der hat in jedem Spiel, bei dem er im Tor stand, selbst das letzte Spiel gegen Fürth, war an keinem Tor wirklich schuld. Dieses ja unrühmliche, diese 4-0-Niederlage. Ist wirklich sehr, sehr stark auf der Linie. Und auch sagten andere auch: Oh Gott, Schuhen verletzt, was soll nur passieren? Also da hatte ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Das war wie in der Zeit, wo wir Esser und Heuer Fernandes hatten, wo du sagtest, du hast eigentlich zwei Torhüter stehen, wo du bei beiden überhaupt keine Bauchschmerzen haben musstest. Und das ist jetzt auch wieder so, wo ich bei Morten Behrens immer fand, dass er doch Unsicherheiten hatte und leider nicht ein so wirklich gutes Spiel von uns hatte, sieht das bei Bruns ganz anders aus. Und selbst wenn Schuhen jetzt längerfristig ausfallen würde, hätte ich überhaupt keine Bauchschmerzen damit. Menschlich, glaube ich, kannst du Schuhen nicht ersetzen, aber ich glaube, leistungstechnisch würde ich nicht behaupten, dass Brunst weit hinter ihm ist, denn was er deutlich besser hat als Schuhen, finde ich, ist eben die Strafraumbeherrschung. Ja, hat er jetzt heute oder gestern diesen einen kleinen Bock drin, aber ansonsten merkst du, dass er, was das Rauskommen angeht, Ecken abfangen und so weiter, da ist er deutlich sicherer als Schuh. Das hat er ihm tatsächlich so voraus, aber ich glaube, dass Marcel Schuhen eben für die Mannschaft aufgrund seiner Art, seiner Emotionalität, er hält ja auch die Reden im Kreis, dass er da einfach, du kannst ihn menschlich nicht ersetzen. Also da hat das auch für gesprochen, als Dimo Vache wieder kam und Vache ihn gar nicht wollte. Er aber, glaube ich, so ein Standing in der Mannschaft hat, dass du ihn dafür schon gar nicht rausnehmen könntest. Und mit Leistung hat Schunitz das ja auch mal zurückgezahlt, auch wenn seine letzten Spiele nicht allzu sicher waren. Ich finde, das waren so wirklich die ersten Spiele, wo er wirklich auch Schwächen gezeigt hat in der Bundesliga. Dennoch halte ich es auch für richtig, wenn er wieder in den Kasten zurückkehrt, trotz der sehr, sehr starken Leistung von Alexander Brunst. Ja, sehe ich auch. Also wie gesagt, zwei komplett unterschiedliche Typen, von der Persönlichkeit, aber auch vom Torwartspiel für mein Empfinden. Aber beide sehr wichtig. Bei Schuhen muss man halt tatsächlich auch sagen, bevor Behrens kam, der sich jetzt nicht durchsetzen konnte, war der ja auch nicht unumstritten. Also es war ja schon, als Morten Behrens kam, haben auch viele und gedacht, Mensch, der könnte den Schuhen ablösen. Und dann hatte Schuhen ja auch noch, musste zusehen wegen Corona und dann hatte Behrens gleich zu Saisonbeginn die Chance und hat sie nicht genutzt. Das ist halt auch immer so Pech. Ich glaube nicht, dass das ein schlechter Keeper ist, Morten Behrens, aber der hat halt wirklich so, wenn du diese Chance hast, dann musst du sie nutzen und das konnte er nicht machen und dann hat Schuhen halt wirklich diesen Push auch bekommen, dass er, glaube ich, einen ernsthaften Konkurrenten hatte und das hat seiner Leistung sehr gut getan. Und die letzte Saison fand ich nahezu über alle Kritik erhaben. Diese Saison nicht ganz so sicher, aber es ist Bundesliga, das hat er neulich auch nochmal gesagt. Das ist einfach, das ist anders. Das ist zeigt sich auch daran, dass die Mannschaft die letzte Saison die beste Defensive des deutschen Profifußballs hatte, dass die jetzt die Schießbude der Bundesliga geworden ist, also mit Abstand die meisten Tore kassiert hat. Und das fällt natürlich auch auf den Torhüter zurück. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier eine Torhüterfrage eröffnen, aber wir wissen, wir haben zwei gute Torhüter, die du beide ohne Bedenken bringen kannst. Und du kannst da halt auch immer Dimo Vache loben. Also das finde ich ja auch bemerkenswert. Jeden Torwart, den er hat, und selbst Schuhen, den er ja eigentlich nicht wollte, macht der besser. Also überleg mal, wo unsere Torhüter danach alle hingegangen sind. Also kein Torwart, den wir abgegeben haben, war irgendwo Bankwärmer. Jan Zimmermann war jahrelang Stammtorwart bei Heidenheim. Dann Matenia direkt zum HSV in der Bundesliga gegangen, als die noch nicht. Also in der Zeit waren sie nicht der absolute Chaos-Club, da hatten sich ja gerade ein bisschen erholt unter Labbadia. Dann Bruno Esser, in meinen Augen der vom rein jetzt vom Torwartspiel der beste Torwart, den wir je hatten. Bruno Essert, was jetzt die Reflexe und so anging, der war ja brutal. Hat ja auch dann noch bei Hannover Stamm gespielt, ist nochmal bei Hoffenheim untergekommen. Über
Heuer Fernandes müssen wir, glaube ich, nicht reden. Der spielerisch beste Torhüter, den ich je gesehen habe. Rein jetzt vom Fußballerischen her. Nicht umsonst ist er ja auch im Walter Ball beim HSV so engagiert. Dann jetzt eben Marcel Schuhn, Alex Brunst. Und alles Torhüter, wo keiner von denen vorher ein absoluter Überflieger war. Esser kam irgendwo aus Österreich. Heuer Fernandes war Abstiegstorwart bei Paderborn. Also, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig Timo Wache ist. Und ja auch, das sagen ja auch alle Ja. Torhüter, dass er eine ganz, ganz andere Torwartlehre hat, als es üblich ist. Also der wird mir nicht, also gerade im Darmstädter Kreis ist er sehr geschätzt, aber im deutschen, ja sag ich mal, allgemein im Fußball wird er mir überhaupt nicht genug wertgeschätzt. Also wie wichtig er ist, und das hattest du auch gemerkt, als er gefehlt hat, hast du die Torwartqualität, das hast du halt gemerkt. Marcel Schuhn wurde erst der Torwart, den wir heute kennen, als Wache da war. Vorher hatte er eben diese Unsicherheiten. Und das, finde ich, sollte auch mehr gehuldigt werden, wie wichtig er ist. Und ich glaube, intern im Verein hat er eine enorme Wertschätzung. Auch ja daran erkannt, wie man ihn in seiner Krankheit unterstützt hat. Und ja, soweit ich weiß, auch sogar in der Phase seinen Vertrag ja verlängert hat, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall hat der Verein ihm den Rücken freigehalten, weil es war ja wirklich auch eine ergreifende Geschichte. Er musste komplett neu laufen lernen. Also das Ja. war wirklich, und dass der nochmal auf den Platz zurückgekehrt ist, ist schon auch ein Wunder und gleichzeitig aber auch ein Ausdruck des enormen Willens, den er da hatte. Gepaart mit der Existenzangst, weil er auch mal ganz offen gesagt hat, es gab keinen Plan B. Ja. Er hätte nicht gewusst, was er sonst machen sollte, wenn er nicht wieder Co-Trainer geworden wäre. Also Torwarttrainer, Entschuldigung. Absolut. Also wie gesagt, da glaube ich, sind wir alle dankbar, und ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge noch mit einer ganz, ganz kleinen Vorausschau zum nächsten Spieltag, der 1. im Dezember, und in meinen Augen jetzt nächsten Freitag ein enorm wichtiges Spiel gegen den ersten FC Gölle, die ja der Tabellenletzte sind, in München 1:0 verloren haben jetzt gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Steffen Baumgart jetzt entlassen. Also, dass wir wieder das wie gegen Mainz haben, dass wir da einen Ich neuen glaube, sie haben Trainer zu Hause haben. gespielt. Wie Haben sie bitte? nicht zu Hause gespielt? Ich glaube, die Kölner haben zu Hause gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, stimmt. Sie haben in Köln gespielt, verloren jetzt ein Heimspiel gegen uns. Also, wir haben Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Ja, und das ist so eins der Spiele, wo ich immer sage, wenn du die Klasse halten willst, ich sage nicht, dass man Köln schlagen muss in jedem Fall, nur wenn du jetzt die Klasse halten willst, ist das ein Gegner, den musst du schlagen. Also da kommt der Tabellenletzte, maximal verunsichert, trotzdem guten Spiel gegen München. Wir kommen in meinen Augen eigentlich mit Rückenwind, also haben ein gutes Spiel gegen Freiburg gezeigt, ein vielleicht nicht fußballerisch schönes gegen Mainz, aber immerhin die Null gehalten und waren am Ende die Mannschaft mit den besseren Chancen. Und ich hoffe mir sehr einen Sieg gegen Köln, denn das könnte ein bisschen der Befreiungsschlag unten sein, und wo man nochmal zeigt, hey, wir wollen hier nicht absteigen und wir schießen unsere Konkurrenten noch tiefer in die Krise. Das ist so meine Hoffnung, und ich sehe das auch nicht als unrealistisch an, denn zumindest defensiv sind wir sicher. Das glaube ich, werden wir auch gegen Köln sein, und ich hoffe, dass wir offensiv Durchschlagskraft haben, dort auch ein Tor zu schießen, was nicht auf Glück und zwei abgefälschte Bälle beruht, sondern vielleicht auch mit Luca Pfeiffer netzt. Ich erhoffe und erwarte mir einen Sieg gegen den ersten FC Köln, trotz derer natürlich höheren Qualität. Ja, hoffe ich auch. Also, wenn wir jetzt die Statistik angucken, Rückenwind ja, zwei Spiele nicht verloren oder fünf Spiele nicht gewonnen. Kann man drehen, wie man will. Vor allem halt, weil die letzten drei Spiele alles, vor allem gegen Bochum und gegen Mainz, wo man da auch wie gegen Köln eigentlich mehr erwarten muss als nur einen Punkt. Und insofern schauen wir mal, ja, Befreiungsschlag, glaube ich, also es würde Luft verschaffen, aber für mein Empfinden, wenn die Lilien bis zum Saisonende da hinten mitspielen. Ja, natürlich, Sieg gegen Köln wär super, aber das werden die Kölner vielleicht auch jetzt nicht so ohne weiteres zulassen. Also denen steht ja auch das Wasser bis zum Hals und ja, möglicherweise ein Schicksalsspiel für Steffen Ich Baumgart. wollte gerade sagen, Schauen also wir mal. es könnte dafür sorgen, dass der einer der genialsten und sympathischen Trainer der Bundesliga dann auch noch seinen Platz räumen muss nach Bo Svensson, Urs Fischer und Steffen Baumgart. Also irgendwie die Sympathieträger der Trainer wären dann, das Trio wäre dann weg, was sehr, sehr schade wäre für die Bundesliga.
Weil auch da, also dass Urs Fischer gegangen ist, da habe auch ich selber schlucken müssen, denn die Geschichte ist auch ähnlich wie unsere damals unter Schuster einmalig. Aber gut, das ist hier nicht unser Thema in der Heinerstube. Deswegen würde ich sagen, ja, wir hoffen auf einen Sieg jetzt am Freitag, werden das Ganze natürlich auch wieder für euch analysieren. Ja, und freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback jetzt nach dieser Folge. Wie gesagt, auch über ein Abonnement, gleiches auch über ein Like etc. Ihr kennt die Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Ja, und mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer wir sehen uns nächste Woche und ciao. Ja, und von mir auch ciao. Und wenn ihr jenseits der Heinerstube noch mehr über die Lilien wissen wollt, dann lest fleißig den Lilienblog. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.